Hallo Leute, ich habe wieder einen Tipp für euch für ein besseres Beschichtungsergebnis. Ist euch schon mal aufgefallen, dass manche Bauteile einen komischen Rand aufweisen? Dieses Phänomen nennt man Bilderrahmeneffekt. Am deutlichsten sieht man das auf ebenen Bauteilen und auf Blechen, so wie dieses hier. Im Randbereich ist hier die Schichtdicke deutlich höher als am Rest des Bleches und dadurch ergeben sich andere Spiegelungen. Bei Metallic-Effekten zum Beispiel konzentriert sich dieses Metallic-Pigment auch in diesem Bereich, wodurch sich nochmal der Effekt verstärkt. Bei Strukturlacken, wie man ihn auf diesem Bauteil sieht, ändert sich mit der Schichtdicke auch die Ausprägung der Struktur, wodurch dieser Bilderrahmeneffekt noch deutlicher sichtbar wird. Was können wir also tun, um diesen Effekt zu vermeiden? Achtet in erster Linie darauf, dass auf dem ganzen Bauteil die Schichtstärke gleichmäßig bleibt. Eine Möglichkeit, diese gleichmäßige Schichtdicke zu gewährleisten, ist es, die Umkehrpunkte der Pistole beim Beschichten anzupassen. Achtet beim Beschichten darauf, die Pistole nicht bis ganz an den Rand zu führen, sondern kehrt etwas früher um. Somit reduziert sich der Umgriff und die Schichtstärke im Randbereich bleibt geringer. Manchmal helfen auch Dummybleche rund um das Bauteil, damit der Umgriff verringert werden kann. Ihr könnt euch auch mit den Einstellungen behelfen und Strom und Spannung reduzieren. So verringert sich der Kantenaufbau und das Beschichtungsergebnis ist wieder besser. Keep on coating!